Hi Leute, bei mir geht es heute um die A73 und wir schauen uns heute mal Einstellungen an, die ihr vornehmen könnt, um euch das Leben beim Filmen noch leichter machen zu können. Viel Spaß! Ja, also ich habe die A73 jetzt seit circa 2 Jahren im Einsatz für Hochzeitsvideografie, für Porträt- bzw. Imagefilme, für Kreativfilme, also wirklich für alle Arten von Projekten, die ich bisher so vorgenommen habe. Bisher hat die Kamera mich noch nie im Stich gelassen und ich bin gerade auch, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbelangt, immer noch sehr zufrieden. Ich denke, das nächste Upgrade bei mir wird auch dann eher die A7 S3 sein, wenn sie hoffentlich bald kommt, oder die A7 IV. Man wird sehen. Ja, wie die meisten auch von euch wissen, ist die Kamera gerade, was Filmen anbelangt, echt ein Biest. Nur so out of the box kommt sie natürlich nicht perfekt vorkonfiguriert daher. Und deswegen gibt es dieses Tutorial heute. Wir schauen uns an, welche Einstellungen ihr vornehmen könnt, um euch Assistenten wie Focus Peaking und ZBrush etc. zu aktivieren. Wir schauen uns an, welche Custom-Buttons ihr belegen könnt, um dann auch während dem Film schnell auf Funktionen zurückgreifen zu können, die ihr gebrauchen könnt. So, kommen wir nun zu den Einstellungen an der Kamera und das erste, was wir natürlich machen müssen, ist die Kamera einschalten und auf dem Auswahlregler oben auf den Filmmodus umstellen. Danach drücken wir hier die Taste Menü und wir beschäftigen uns erstmal hier im zweiten Reiter auf der ersten Seite mit dem Belichtungsmodus und den müsst ihr auf manuelle Belichtung einstellen und somit habt ihr dann die Möglichkeit selbst zu steuern, ISO, Belichtungszeit und eure Blende. Als nächstes wählen wir das Dateiformat aus, in dem Fall 4K, und hier unten dann eure Aufnahmeeinstellung und ihr switcht auf jeden Fall von 60 Megabits auf 100. Damit habt ihr eine viel, viel bessere Aufnahmequalität. Im Zeitlupen- und Zeitraffer-Einstellungsfenster hier unten könnt ihr dann für den S- und Q-Dial hier oben einstellen, wie er vorkonfiguriert ist. Mit 100 Frames würde er euch dann aus eurer Aufnahme eine vierfache Zeitlupe erstellen. Wenn wir das jetzt hier beispielsweise aber auf 50 Frames umstellen würden, hätten wir nur eine zweifache Zeitlupe. Ich mache es auf 100 Frames, da müsst ihr mal schauen, was ihr dann braucht. Weiter geht's immer noch im zweiten Reiter, hier auf der Seite 2, und hier habe ich den Autofokus Speed, also die Geschwindigkeit, wie schnell der Autofokus reagiert auf schnell. Das ist allerdings Geschmackssache, manchmal ist auch normal in Ordnung, das müsst ihr mal ausprobieren, je nachdem, was für ein Projekt ihr habt, was ihr filmt, kann auch mal normal besser sein, zum Beispiel bei Weddings, wenn das jetzt nicht gerade wirklich schnell switchen muss, je nachdem. Für die Autofokus-Verfolgungsempfindlichkeit würde ich hier trotzdem jedenfalls reaktionsfähig empfehlen. Dann kommen wir hier unten auf der Seite 2 immer noch zur Einstellung Tonaufnahmepegel, und den Tonaufnahmepegel solltet ihr danach richten, ob ihr ein externes Mikrofon benutzt, wie beispielsweise das Rode VideoMic Pro. Und wenn ihr das angeschlossen habt, solltet ihr diesen Wert maximal auf 7 stellen, wenn nicht sogar darunter, um eben die beste Aufnahmequalität erzielen zu können. Solltet ihr allerdings kein Videomic oder externes Mikrofon benutzen, dann müsst ihr mal schauen, wie hoch ihr diesen Wert in der Situation, in der ihr seid, stellen könnt. Schaut dann halt eben, dass auf keinen Fall diese grünen Linien hier in den roten Bereich kommen und pieken. Ja, weiter geht's auf der Seite 3 und hier habt ihr unter Markierungsanzeige die Möglichkeit, diese von aus auf einzustellen, und in den Markierungseinstellungen könnt ihr dann das Format auf beispielsweise 2.35.1 stellen und somit habt ihr dann die Möglichkeit, für eure Aufnahmen zu sehen, was im quasi zwischen den Schwarzbalken zu sehen werden im Cinescope. Ja. Als nächstes haben wir unten noch die Einstellung Film mit Verschluss. Das könnt ihr auch auf einstellen, und wenn ihr dann auf eurer Kamera oben die Auslösetaste drückt, fangt ihr auch an, eine Aufnahme zu starten. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ihr am Vloggen seid bzw. im Selfie-Modus, dann kommt ihr da besser an die Taste als hinten auf die Aufnahmetaste. So, als nächstes schauen wir uns sonst hier auf dieser Seite nur noch auf der Seite 6 die Finder- und Monitor-Einstellungen an. Das ist quasi die Einstellung, die dafür zuständig ist, ob der Monitor, ob die Kamera selbstständig zwischen Finder- und Monitor-Anzeige wechselt. Ich selbst fand das ziemlich lauchig, wenn man da mal mit dem Finger davor kommt oder sonst irgendetwas, dann ist ständig das Bild am Wechseln. Von daher habe ich das Ganze mir hier auf Monitor manuell umgestellt.
Ja, als nächstes geht es jetzt schon an die Custom Keys, die wir belegen können. Wir schauen uns heute an die C1-Taste auf der Kamera, die C2-Taste, die C3-Taste, die C4-Taste und vor allen Dingen hier AF-On, AEL und was wir noch an dem Steuerrädchen konfigurieren können. Also einiges, was da noch zum Einstellen ist. Und dazu gehen wir hier auf der Seite 8 auf Benutzer-Key. Schaut allerdings, dass ihr Benutzer-Key einstellt für den Videomodus, also nicht hier oben für Fotomodus, sondern hier in der Mitte für den Videomodus. Den einmal angewählt und schon sind wir hier bei der C1-Taste und auf der C1-Taste habe ich mir die Funktion Fotoprofil gewählt und so kann ich während meiner Drehs schnell mal wechseln zwischen beispielsweise dem Picture Profile 4, was jetzt in meinem Fall Cine 4 ist, zwischen PP7 S-Log 2, wenn ich mal bei ja, beispielsweise hellem Tageslicht mehr dynamische Reichweite benötige. Für die C2-Taste habe ich bei mir den Weißabgleich gesetzt. Der Weißabgleich, den solltet ihr eigentlich seltenst auf Auto-Weißabgleich lassen, sonst habt ihr eventuell das Problem in der Nachbearbeitung, dass ihr nicht richtig Color graden könnt, weil ja Color Shifting zustande gekommen ist. Also denkt immer daran, euren Weißabgleich manuell hier in dieser Einstellung zu setzen. Ja, als nächstes kommen wir jetzt zur C3-Taste und da habe ich bei mir den APS-C-S35-Modus, das heißt der Crop-Modus. Und der Crop-Modus erlaubt es euch dann eben an der Kamera schnell mal ins Bild rein zu croppen. Das ist super praktisch, wenn ihr mal euch nicht bewegen könnt und vielleicht schneller reinzoomen müsstet. Dann könnt ihr einfach eben schnell in die Aufnahme reinkroppen und das Ganze hier vorne schnell zum Anwählen super praktisch. Auf der benutzerdefinierten Taste 4, also die Taste C4, das ist auch gleichzeitig die Mülleimer-Taste, habe ich bei mir den Fokusmodus ausgewählt und somit habe ich die Möglichkeit, dann schnell mal zwischen dem Autofokus und dem manuellen Fokus zu wechseln. So, kommen wir nun hier zur Seite 2 und hier habe ich mir eingestellt für die Funktion der Mitteltaste, das ist diese Taste hier, die Fokusvergrößerung. Und die Fokusvergrößerung erlaubt es uns, wenn wir uns im manuellen Fokusbereich befinden, eben mal kurz rein zu zoomen und auch wirklich zu schauen, ob das, was wir filmen wollen, auch tatsächlich im Fokus ist. Für die Funktion der Link-Taste, das ist quasi hier die linke Seite des Steuerrädchens, habe ich bei mir die Kantenanhebungsanzeige ausgewählt. Viele sagen auch, also der englische Begriff dafür ist Focus Peaking, das ist die rote Hilfslinie, die ihr euch anzeigen könnt, um dann nochmal zu kontrollieren, ob ihr auch wirklich an der richtigen Stelle im Fokus seid. Also quasi nochmal ein Hilfsmittel, um zu schauen, ob ihr mit manuellem Fokus ja on point seid. Die Funktion der Rechtstaste, die ist ja standardmäßig die ISO-Einstellung, die habe ich bei mir auch so gelassen, da man den ISO-Wert auch wenn möglichst immer selbst manuell konfigurieren sollte. Für die Unten-Taste habe ich bei mir die Monitor-Helligkeitseinstellung. Das ist mal ganz praktisch, wenn ihr ja an hellem Tag filmt, dann könnt ihr hier schnell auf das Profil Sunny Weather switchen oder halt eben manuell das Ganze einstellen und den Monitor ein bisschen abdunkeln, wenn es beispielsweise ja Nacht ist oder ihr einfach ja ein bisschen Akku sparen wollt. So, kommen wir nun zur Seite 3 und hier haben wir die Funktion der AEL-Taste. Das ist die Taste hier oben. Und mit der AEL-Taste habe ich bei mir die Mittel-Autofokus-Verriegelung eingestellt. Und das ist eine ziemlich coole Funktion der Kamera, die dann anhand von Kontrastpunkten sich Objekte speichern kann und dann eben an diesen Punkten den Autofokus ausrichtet. Eins bleibt nur zu sagen, diese Funktion funktioniert nur gut, wenn wirklich das Objekt durch eindeutige Kontraste für die Kamera zu erkennen ist. Als nächstes haben wir die Autofokus-On-Taste. Das ist die Taste hier, wo auch die kleine Lupe zu sehen ist. Und damit kann ich dann mal schnell zwischen manuellem Fokussieren und Autofokussieren wechseln. Beispielsweise, wenn ihr euch im Autofokus-Modus befindet und euer Fokus ist am Pumpen, könnt ihr dann mal schnell hier die Taste gedrückt halten und in den manuellen Fokus wechseln, um dieses Pumpen dann für diesen Moment ja zu verhindern. Ja, und das war es auch schon mit den Custom Keys. Was ich hier auch noch
umstelle, ist für mich die Reglerkonfiguration. Das ist quasi das vordere Rädchen, das hintere Rädchen und das vordere Rädchen hier an der Kamera. Und das habe ich mir von AV-TV auf TV-AV umgestellt. Und das bedeutet, dass hier vorne der Regler nun für die Blende zuständig ist und der hintere Regler für die Belichtungszeit. Was auch noch zu empfehlen ist, ist im Reiter 5 hier auf den Einstellungen auf der Seite 2 die Energiesparzeit auf 5 Minuten umzustellen und somit könnt ihr vermeiden, dass die Kamera ja, schneller in den Standby-Modus geht. Ja, und das waren meine Einstellungen, die ich an der A7 III verwende. Natürlich braucht man am Anfang ein bisschen Eingewöhnungszeit, um sich mit den Custom-Buttons etc. zurechtzufinden. Aber wenn man da erstmal drin ist, dann kann man mit der Kamera wirklich viel schneller und effizienter arbeiten. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut!